Geschäftsstrategieentwicklung Teil 4, die Positionierung. Ein wichtiger Teil einer Geschäftsstrategie und deren Entwicklung ist die Analyse über das Positionierungskreuz. Drei Schritte, wie ich sowas erstelle. Erstens, ich überlege mir, wie ich die Achsen beschrifte, die X- und die Y-Achse. Dazu führe ich verschiedene Möglichkeiten mal auf und entscheide mich dann erst schlussendlich, welche ich davon nehme. Der Hauptsache ist, ich habe ein paar Varianten. Das geht um die Kundenbedürfnisse, das geht um den Wettbewerb, das geht um Produkte, Merkmale oder Dienstleistungsmerkmale. Dann als zweites führe ich meine Mitbewerber auch, aber auch vielleicht Firmen, die ich gar noch nicht auf dem Radar hatte, aber die in dieses Positionierungskreuz gehören. Und dann füge ich die dem Positionierungskreuz zu und schiebe die so lange rum, bis ich denke, dass es nun passt. Dazu gehört natürlich auch meine eigene Firma. Wenn ich das gemacht habe, dann clustere ich die verschiedenen Firmen in 4 bis 5 Gruppen. Das brauche ich dann später für die Auswertung und die Annäherung an einen Wettbewerbsvorteil. Das also das Positionierungskreuz. Eine altbekannte Methode, würde mich wundern, ob ihr das auch schon angewandt habt und vielleicht auch was dabei rausgekommen ist.